Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert, das Rüstungs-DLC. Ja, in der letzten Folge haben wir unser kleines, ich habe schon wieder den Namen vergessen, von der Vorentwicklung entwickelt. Und ja, das hat sich hier in, ich glaube, Busalo heißt das jetzt, ne? Entwickelt. Und ja, Wulausu, okay. Wir haben es in der Eintrefferform oder wie auch immer es heißt entwickelt. Man, ich bin echt gut im Pokémon, ne? Und ja, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Ich glaube, die Story ist noch nicht hier vorbei, ne? Ich glaube, wir müssen hier noch irgendwie zurückgehen. Nee, wird irgendwie gar nichts angezeigt. Aber ich glaube, wir sind noch nicht fertig, ne? Ja, ich habe gesagt in der letzten Folge, dass ich die andere Form auch noch hier in meinem Team haben werde, aber habe ich mir doch gedacht, nee, lass mal lieber, weil ich bin im Pokémon Schild noch nicht vollkommen fertig und ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich habe es auch jetzt bis zu diesem Punkt hier geschafft und das Ding entwickelt, aber weiß nicht, ob noch irgendwie storymäßig irgendwie was kommt und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mein Spielstand beeinflusst, wenn ich jetzt von Schild irgendwie hier auf Schwert rüber schicke und dann, wenn ich irgendwann Schild irgendwie weitermachen will, das wieder zurücktausche, ob da dann irgendwie Komplikationen oder so erzeugt. Deswegen würde ich sagen, mache ich erstmal hier so weiter, bis ich fertig bin mit allen. Und ja, gucken wir mal. Ich gehe mal hier rein, ne? Wird schon irgendwas sein. Wenn ich dann, wird einfach nicht aufgenommen. So, passiert sogar was. Oh nein. Ich kann dir echt nicht entkommen. Hey Daniro, willkommen zurück. Scheint bei den Trainingen hier im Dojo ja richtig ranzuklotzen. Sag das nie wieder. Bis jetzt eine Sekunde her und ich habe dich jetzt schon wieder satt, ey. Was machst du denn hier? Ach, du bist Zopp. Hey, bist du gar nicht überrascht, mich hier zu sehen? Ich bin wegen Nachforschung zum Dynamax-Phänomen für eine Weile auf der Rüstungsinsel. Oho, jetzt weiß er also verfreundet. Der quirlige junge Mann hat mich gerade gefragt, ob er auf einer Rüstungsinsel campen darf, was ich natürlich prompt abgelehnt habe. Warum sollte er draußen campen müssen, wenn er auch hier im Dojo übernachten kann? Das wäre mir natürlich eine große Hilfe, aber ich will niemanden Umstände machen. Bei uns im Master Dojo ist jedermann jederzeit willkommen. Und als Delions kleiner Bruder gehörst du sowieso quasi zur Familie. Stimmt, als er jünger war, hat Delion in diesem Dojo trainiert. Gut, sie haben es so gewollt. Dann werde ich durch doch eine Weile hier bleiben, Meister Maastricht. Jawohl, ja, das sind doch mal dufte Neuigkeiten. Je mehr hier los ist, desto lustiger wird es. Übrigens, Daniro, wollte dir noch etwas zu Dakuma oder eher zu seiner Entwicklung Wulausu erzählen. Jetzt lass mich raten, Hopp hat jetzt irgendwie auch so eins und hat genau die andere Entwicklung. Ne? Pass auf. In diesem Pokémon schlummert das Potenzial zur Geiger-Dynamaxierung. Bei Dynapilzen rollen sich ihm allerdings vor Ekel die Zehennägel auf, deswegen ist es keine Dino-Suppe. Aber wenn man der Suppe einen gewissen etwas hinzufügt, das man hier auf der Rüstungsinsel finden kann, ändert sich das. Dieses etwas ist... Was ist das? Es ist... Ja, was denn? Glück. Liebe. Ich hab's vergessen. Was? Das gibt's doch nicht. Hey, das macht ja sogar noch mehr Spaß als bei Delion. Dieses Etwas, das Wulausu die Dino-Suppe schmackhaft machen würde, hat etwas mit einem bestimmten Pokémon zu tun. Wo ob schon mal da ist, könntet ihr euch doch zu zweit Gedanken machen und danach suchen. Also dann, haut rein, aber nicht zu doll. Tschüss, ich gehe jetzt wieder gamen. Das Training hier immer so ab. Ich weiß noch nicht genau, worum es hier eigentlich geht, aber jetzt bin ich auch neugierig auf dieses Etwas. Übrigens habe ich in einem Besuch mal in einem Buch mal etwas über Wulausu gelesen. Sie gehören der Kategorie Kung Fu und leben in den Bergen einer weit entfernten Region. Gut zu wissen, Hopp. Ach, das war eben hängen geblieben. Ich beschäftige mich in letzter Zeit besonders mit Pokémon aus anderen Ländern. Jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, mögen Wulausu zähflüssigen Honig. Daniro, ich hab's. Und gibt's nicht ohne Pflanzennektar, oder? Und gibt's Pflanzen im Wald? Ich werde dir helfen. Schließlich hat das auch mit meinen Dynamax-Nachforschungen zu tun. Los, machen wir ein Wettrennen zum Wald hinterm Sumpfgebiet. Der letzte ist ein Lamus. Weiß schon, das ist eine wabenförmige Insel.
hier auf dieser Rüstungsinsel lebt, ne? Ich glaube, vielleicht sollten wir mal dahin gehen, wenn wir Honig suchen, du Vollidiot. So, upsala, falscher Knopf. Da ist der, okay. Ja, okay, ich habe ein Dings hier, ein neuen Controller, und weil meine alten total nicht kaputt gegangen sind, also, und ja, muss ich mir einen neuen holen. Der ist doch ein bisschen groß, und ich meine, der Plusknopf ist ein bisschen anders verlegt als bei meinem USB-Knopf, als bei meinem USB-Controller, den ich vorher hatte. Deswegen habe ich jetzt aus Versehen irgendwo falsch hingedrückt. Animation, okay. Zeig mir mal auf der Karte, wo ich hin muss. Genau. Und haben so einen gesagt. Da, okay. Und dann sagen, soll ich erst dahin fliegen, oder ist er noch nah genug? So, nach euch. Muss ich nicht ausschalten. Ich habe schon euch alle, mir fehlen nur noch die Tauschentwicklungen. Welche in Arbeit sind, hoffe ich. Und ja, da bist du ja schon. Sagst du eigentlich zu meinen neuen Klamotten? Hopp! Da bist du ja endlich, Daniro. Anders jetzt im Bierschein, weil es ist hier total schwül. Ich bin schon völlig verschwitzt. Serena und ich haben uns die Arbeit aufgeteilt. Sie stellt gerade Nachforschungen in so einem kalten Schneegebiet an. Ach, das nächste DLC. Ich wünschte, ich könnte etwas von dieser Hitze abgeben. Beim Warten auf dich habe ich übrigens den Focus Force etwas unter die Lupe genommen. Wir scheinen leben hier Dressella und Knapfel, habe ich schon. Vielleicht geben sie uns ja was von den Nektar aus ihren Blüten und Früchten ab. Vielleicht bekommen wir so den Honig, den Vulao so mag. Oder vielleicht auf dieser honigwabenden Insel, wo es auch Pokémon gibt, die echt was mit Honig zu tun haben, du Vollhängen. Lil. Hi. Ah, Lil Minip. Wenn sich Lil Minip entwickelt, werden sie zu Dressella. Und die suchen wir. Minip. Mach mal hin, ne? Irgendwas stimmt nicht mit diesem Lil Minip, oder? Es scheint jemanden zu suchen. Jetzt, wo du es sagst, ist es noch klein. Vielleicht wurde es ja von seinen Eltern getrennt. Lil. Wow, suchst du etwa wirklich nach deinen Eltern? Na toll, jetzt scheint es nicht mehr von meiner Seite weichen zu wollen. Wir müssen ihm helfen, Daniro. Beziehungsweise du musst uns helfen. Bitte finde Lil Minips Eltern. Wenn du einen Dressella siehst, bring es am besten her. Ich kann dir leider nicht bei der Suche helfen. Lil Minip ist so engig, dass ich Angst hätte, unterwegs versehentlich auf es draufzutreten. Genau. Eigentlich alle meine Pokémon schon EV trainiert. Ich hatte hier aus Versehen kostbare EV verschenke, ne? Ja. Okay, bis auf meine Team Pokémon, bei dem das vollkommen egal ist. Ich gucke lieber auf den Knopf, bevor ich drücke. Ja, ich glaube, ich bin auf fast den falschen gedrückt. Die sind ein bisschen komisch, die Knöpfe. Ein bisschen winzig. Und der Controller allgemein ist auch sehr groß, habe ich so das Gefühl. Ich habe nur sehr kleine, zierliche Hände. Müsst ihr wissen. So, Dressella. Ja, hi. Dress. Gefunden. Hi. Hast du ein Kind verloren? Sella. Vermisst du ein Limelip? Dress. Das erfolgt ihr fürs zu Hopp und Lil Minip. Okay, jetzt läuft es gleich so mich hinein. Ein Kampf beginnt. Okay, ich weiß hier mal so rum, ne? Nö. Ein Quarterback. Oh, das war ein bisschen kürzer als Lil. Oh, warte, nein, verdammt, wo ist das? Ich habe verloren. Ich dachte, er wäre direkt hinter mir, Mann. Oh. Du bist doch noch da ganz hinten, ey.
Das so nett wird schon gemacht. Und dann gehen wir zu Fuß. Kommt, ich muss hier irgendwie alle aus dem Weg rollen, alle Pokémon, bis der durch kann oder so. So. Oh Gott. Da spielt da gleich in so einem Zufallskampf. Okay. So. Jetzt aber. Wie der überhaupt nicht auf das Ding aufgepasst hat, ey. Ah, Danilo, du hast Dressella dabei. Dress. Lil. Hehe, die beiden sehen sehr glücklich darüber aus, sich wiedergefunden zu haben. Dress. Lässt sich etwa bei dir bedanken? Stella. Oh, ist das Nektar aus Dressellas Blüte? Dressella. Lelelel. Da kann man eigentlich auf die Idee, als Pokémon eure eigenen Namen sagen können. Das ist eigentlich voll schwachsinnig. Macht's gut, Lemonip und Dressella. Mir ist alles vollkommen egal, ich tue nicht mal winken. Dressella hat uns tatsächlich etwas von seinem Nektar abgegeben, Daniro. Ich hoffe, er wird Ulausus Ansprüchen gerecht. Ist sowas von der Falsche, pass auf. Ich würde ihn nicht wirklich als zähflüssig beschreiben, eher dünnflüssig. Naja, wir haben zwar nicht den richtigen Nektar gefunden, aber dafür eine gute Tat verbracht. Okay, probieren wir es als nächstes mit Knöpfels Nektar. Wie wäre es vielleicht mit den Pokémon, das auch was mit Honig zu tun hat, du, ey, warte. Klotzgefecht zurück hier an, du. Ich habe noch nicht fertig mit der geklotzt. Wie blöd ist er eigentlich? Also ganz, wir müssen noch ganz offensichtlich zu diese honigwarmen Insel. So. Ein Apfel. Ei. Ah, ein Knöpfel. Kanana. Hey Knöpfel, warte. Hey Knöpfel, warte. Komisch. Es ist wie vom Erdboden verschluckt. Dabei bin ich mir nicht sicher, dass es in die Richtung der Folgen gekullert ist. Suche mir erst Knöpfel, Daniro. Ja, da oben ist er doch. Ja, gefunden. Was ist denn mit diesem Bärenbaum? Wir hätten wortwörtlich nicht einen Schritt nach vorne gehen können in dieser einen Cutscene. Autsch, das Knöpfel ist dir auf den Kopf gefallen. Du hast eine Gehirnerschütterung erlitten. Du bist tot. Knöpfel. Ach nee, es haut schon wieder ab. Daniro, ich sag's ja noch ungern, aber du hast da was Nasses auf dem Kopf. Oh, aber kein Grund zur Panik, das ist bestimmt Knöpfels Sekt da. Es ist zwar abgehauen, aber wir haben trotzdem, was wir wollten. Ob Knöpfels Nektar in Ansprüchen von Blauso gerecht wird, fasst meine Haare nicht an. Oh Gott! Warum hast du mir das Gesicht abgeschleckt? Ich hatte noch nicht mal was im Gesicht. Er ist überhaupt nicht zähflüssig, sondern eher wie Saft. Das ist leider nicht, wonach wir suchen. Ja, das Nektar von Dressella noch der von Knöpfel ist der, den wir suchen. Sie sind einfach nicht zähflüssig genug für Ulauso. Der Nektar von Blumen und Früchten ist also süß, aber nicht besonders zäh. Wir haben auch Honig sofort an Pflanzennektar gedacht und dann im Wald danach gesucht. Nein, du hast danach. War das vielleicht die falsche Spur? Toxi. Nein, hopp. Wow, ein Toxpad, die kommt man nur selten zu Gesicht. Sie sehen zwar niedlich aus, sind aber gefährlich, dass sie mit den Stoffen, die sie aufnehmen, in ihren Körper ein zähflüssiges Gift produzieren. Nein, hopp. Nein. Nein. Oh, jetzt weiß ich, wo mein Denkfehler lag. Pflanzen produzieren Nektar, kein Honig. Honig entsteht, wenn der Nektar im Körper eines Pokémon umgewandelt wird. So wird der dünnflüssige Nektar zu zähem Honig. Ja, das muss es sein. Wir wissen ja, welche Pokémon Blütennektar sammeln und aufbewahren.
Ich weiß nicht, Schaf-Pokémon, ne? Nein, das wären Wolle. Sie fressen zwar Gras, aber daraus wird doch kein Honig. Du Vollidiot. Ganz genau, Bienenstock-Pokémon. In anderen Worten also, Hornweise, hast du schon mal eins gesehen, Daniro? Wir sind hier auf der Rüstungsinsel. Lass mich mal überlegen. Wir müssten auf der sechseckigen Insel in der Nähe des blauen Turms leben. Nichts wen. Auf geht's, Daniro. Mein Charakter denkt sich auch noch so, warum hänge ich eigentlich mit dem Typen ab? Ich hätte ihn einfach überziehen können und hier im Wald liegen lassen. Niemand hätte ihn gefunden. Niemand hätte ihn vermisst. Niemand hätte das erfahren. Ich habe auch keinen Videobeweis oder so. So. Dann gehen wir mal dahin, wo wir ganz offensichtlich vom Anfang an hätten hingehen sollen. Aber unser Professor Hopp hier hat natürlich, weiß ich nicht, einen Fehler gemacht, wo... Ah, hey, na. Da bist du ja, Daniro. Oh, alle Pokémon sind verschwunden, nachdem Hopps Stimme ertönt. Bei Triebe gibt es ja jede Menge. Zähflüssigen Honig haben sie aber, nur Hornbeißel und von denen fehlt leider jede Spur. Der Energiequellendetektor, den mir Sanja geliehen hat, schlägt aus. Es reagiert auf den Baum hier. An diesem Baum ist irgendwas seltsam. Den sollten wir uns mal näher ansehen. Ja, dann mach doch. Vom Baum steht ein starker, weht ein starker süßer Duft herab. Möchtest du den Baum schütteln? Ja klar, warum denn nicht? So, als könnte ich diesen Baum schütteln. Ja, genau. Was ist das? Horn, wei, wei, wei. Horn, wei, so. Irgendwas kommt aus dem Baum und zieht dich ins Pokémon-Nest. Oh, Pokémon-Nest. Ah. Hi. Okay. Warum nicht? Okay. Dann wollen wir mal. Stark bist du. Unbekannt. Oh, da machen wir mal. Ich habe nichts. Doch, ich habe Kios. Ich habe deiner Frost. Gut, jetzt hat nee, das ist vierfach effektiv, ne? Käfer, ich weiß auch, natürlich gegen Eis, ne? Flake. Bonk. So, komm. Das mache ich platt. Jawohl. Ja, ich glaube, das ist vierfach effektiv, ne? Und am Volltreffer, das geht natürlich auch. Und Hagelalärmchen. Deiner Faust. Oh, warte, ich bin nicht. Au. Immer vielleicht so ein, habe ich den schon so Bonbons gegeben, damit den seine Dynamax-Form mehr AP hat? Ich glaube nicht. Oh Gott, wenn der noch mal so einen Angriff raushaut, bin ich tot. Geil. Willkommen in mein Team. Ach Mann. Ah, und da ist er weg. Ah, das. Erster Auftritt von Bartholomew. Voll auf die Plätze. Ja, ich hätte ihm vielleicht diese Bonbons geben sollen, ne? Mehr AP. So, aber wir haben ja noch ein anderes neues Pokémon. Was nur schlechte Archidema einsetzen soll. Der hat doch eine Geiger Dynamax, ne? Ja. Chance vertan. Ja, da können wir mal daneben gehen.
Mach mal hier. Little Mary, Little Mary. Aura-Rad. Aura umgibt. Oh nein. Oh Gott. Schlafgewehen, nein. Ah. Oh Gott. Verdammt. Komm weg. Nein. Brax. Mach das Ding fertig. Normalerweise habe ich ja nicht so ein Problem mit den Viechern hier. Ja, Matschbombe. Oh, Meckesse. Meine Güte. Ich habe sowieso keine Erfahrungspunkte und so, ne? Durch den heftigen Kampf ist eine seltsame Honigfarbe zum Boden gefallen. Und seine Wabe deiner Honig. Honig, der von deiner maximierten Hornweise hergestellt wird und von dem Geschmack einer deiner Suppe abrundet, verfügst über denselben Effekt wie Top-Beleber. Oh, das heißt, man kann mehrere davon haben. Wow, wir sollten zwar einen Hornweise finden, aber musste es gleich ein deiner maximiert sein? Ich war regelrecht gelähmt vor Schock und konnte nichts tun. Das nenne ich mal einen zähflüssigen Honig. Der ist mit Sicherheit dieses Etwas, das Wulauso so mag. Ich wusste es, der Energiequellendetektor reagiert auf diesen Honig. Auf der Rüstungsinsel gibt es also mit dem Pilzen und dem Honig zwei weitere Dinge, die mit dem Dynamax-Phänomen in Verbindung stehen. So viele Dinge warten nur darauf, entdeckt zu werden. Das macht das Forschen noch mehr Spaß. Also dann, wir haben das Etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Dojo. Hier sind Jungs nicht mehr zu helfen. So. Jetzt mal meine toten Pokémon wiederbeleben. Weil High Brax. Ja, wartet der? Nee, hier. Aus dem Weg geschoben, ist wieder da aufgetaucht. Hi. Damit doch das Volley in der Pfanne folgt. Ihr seid schon wieder zurück. Das ist aber ein süßer Duft. Hey, sie haben eine gute Nase. Unsere Suche nach dem deiner Honig des Wulause so lieb war, war erfolgreich. Na sowas, das ging ja ratzfatz. Wenn wir zwei zusammenarbeiten, ist keine Herausforderung zu groß. Verstehe, hey, aber dass ihr wirklich ohne große Hinweise auf den deiner Honig gekommen seid und ihn ausfindig gemacht habt. Starke Leistung, Daniro und Hopp. Sie hätten also doch nicht vergessen, worum es sich bei diesem etwas handelt. Wie? Etwas deiner Honig und der deiner Suppe wird sie sicher auch wohl auch so schmecken. Lau. Ich nehme an, wenn er jetzt neben mir gestanden hätte, dann wäre da irgendwie dran gezoomt worden, aber oder jetzt einfach nur so zusammengezuckt, weil er tot ist. So, Daniro, du hast nun so ziemlich alles erlernt, was wir dir im Master Dojo beibringen können. Mit anderen Worten, du bist jetzt so weit, dass ich dir mit voller Kraft entgegentreten kann. Jetzt ist es doch tatsächlich nötig, dass ich auch mal ein bisschen trainiere. Sobald du bereit bist, es mit mir aufzunehmen, komm zum Kampfplatz hinter dem Dojo. Doch sei gewarnt, diesmal werde ich ernsthaft ernst machen. Okay, dann wollen wir das noch machen. Komm, dann machen wir noch wieder ein bisschen länger, aber egal. Ich frage mich, wie stark der Meister ist, wenn er ernsthaft ernst macht. Er ist der Meister meines Bruders, das heißt, er ist bestimmt mega stark. Natürlich ist er das. Also pass auf und nimm diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter, Daniro. Und ich muss jetzt mal ernsthaft mit meinen Nachforschungen anfangen, wegen denen ich hergekommen bin. Viel Erfolg, Daniro. Gib alles so wie immer. Wenn du gegen Maastricht kämpfst, werde ich sofort zur Stelle sein, um dich anzufeuern. So, darf ich erstmal meine toten Pokémon hier wieder beleben? Das wäre sehr geil. So, was habe ich jetzt angeklickt? Pokémon ein, gut. Okay, habe ich halt schon mal jemals hier gemacht. Das klang jetzt irgendwie so neu. So, erst einmal. Dynamax Bonbon. So. Oh. Ja, auch mal. Ihr habt alle keine Dingens. Kein Wunder, warum wir alle so kacke seid. So, jetzt will ich erstmal diese komische Suppe da machen. Hm. Ja, bitte. Aflomme.
will sich zu Geier. Ich will es. Oh, ich hatte sogar noch drei. Okay. Wulauso kann sich nun dann Geiger deiner maximieren. Geil. Das wird krass. Ja, da ist jetzt ein Wechsel. Das ist auch nichts. Ich würde am liebsten beide mal sehen. Aber okay. Ja, ich werde nicht mit dem Kampf jetzt hier. Der wird wahrscheinlich jetzt ein volles Team haben, ne? Deswegen werde ich jetzt einfach mal nicht den als erstes da reinhauen. Hallo. Du sagst immer noch das gleiche. Okay. Gut, machen wir das noch. Hi. Na, bist du bereit, gegen mich zu kämpfen? Ja. Hey, das wollte ich hören. Dann begeben wir uns erstmal zum Schauplatz des Kampfes. Vor allem keiner guckt uns hier zu. Ist leer. Weißt du, was mir in der Zeit durch den Kopf gegangen ist? Selbst wenn es nur durch ein Missverständnis zustande gekommen ist. Ich bin heilfroh, dass es dich zu uns ins Dojo verschlagen hat. Ein dickes, fettes Schankedön an dich, Daniro. Ich habe mich lange nicht so lebendig gefühlt. Kämpfe gegen starke Gegner wie dich halten einen Jungen. Nicht, dass ich alt wäre, aber es kann nie schaden. Hoho. Dann wollen wir mal. Möge die größte Gaudi aller Zeiten beginnen. Ja, gut, dann kommen wir. Dojo Meister Mastreich. Ich mach dich schon platt. Das kann nicht so schwer sein. Da, ja, gerade er hat wahrscheinlich Kampf-Pokémon. Ich habe Unlicht gerade. Wangen sich dein Stangen, das wie dir kochen mir vor Aufregung regelrecht das Blut. Der Zeitpunkt ist gekommen. Zeig mir, was das Training aus dir und deinem Team gemacht hat. Level 73, okay. Da könnte vielleicht noch ein bisschen schwieriger werden. Ho. Paralysieren oder ja, auch einfach. Oh geil. Oh Gott, voll Schaden gemacht. Ah, jetzt bringt das nichts mehr. Okay, Donnerwelle. Ja, die Wahl, wir sind einfach gemacht. Okay. Oh Gott, das. Okay, da könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden als gedacht. Ein klitzekleiner Moment der Unachtsamkeit kann fatal sein, so wie in deinem Fall jetzt. Aber bitte lass das nicht ein Delion 2.0 Kampf sein hier. So, habe ich irgendwas, was effektiv ist? Ich glaube, Magikasam könnte ja einiges reißen und Brex auch wegen Gift und sein Gifttyp. So, du bist eine gute Frage. Ich glaube, da kann man sogar nachgucken. Ja, ne? Kampf einfach nur gut. Tief bin ich gesunken, dass ich jetzt schon im Menü ja nachgucken muss. So, oh, perfekt. Jetzt bitte mit einem Schlag weg. Jawohl. Ah, die Grundlagen hast du offenbar gemeistert, aber zum Sieg gehört noch mehr. Er ist höher gelevelt als Delion, ne? 73, dabei er ist ein erstes. Sein stärkstes ist auch, der nicht noch Pokémon. Ah, mein Dings wäre jetzt sehr gut gewesen. Ein Morpeko. Ich denke, natürlich gar nichts. Hinding und Rollen. Ich habe nichts dagegen. Okay, was ist denn? Kacke. Blackwing. Was? Ich glaube, ich muss irgendwie Maupack einfach wieder beleben. Ich glaube, das ist die beste Lösung hier gerade. Nee. Na, Spezialattacken setze ich nicht ein. Jetzt machen wir einen Beleber ein. Okay, boah, wir tun synchron fliegen. Bodypress. Oh Gott, ist das nicht Kampf. Okay.
sind auf Flug zur Hälfte, macht nichts. Höher. Hoch. Na, dann sag mir, du bist schneller als ich. Ah, oh Gott, verdammt. Das kann lange dauern. Oh mein Gott, das, ja, das wird ein bisschen lange dauern, glaube ich. Doch einen Schnitt machen sollen. Das ist eine Step-Attacke stärker als Gegenstoß. Irgendwann mal Verteidigung oder so, keine Ahnung. Ich weiß genauso viel. Mann, da Kacke. Wenn er noch irgendwie ein Heilgegenstand oder so hat, wird das noch schlimmer. Und soll mal meine Verteidigung bitte. Oh. Ja, noch ewig so weiter, Mann. Ich kann mich noch rechtzeitig heilen. Also, ja, das Lichtschild ein oder irgendwie sowas. Ich bin wieder ein Zug. Ja. Genau, das einzige Pokémon, gegen das ich hier irgendwie gerade nichts zu bieten habe. Ich meine, ich könnte Mopeko jetzt einwechseln, aber dann ist ja schon direkt tot. Beim Body ist ja auch eine Kampfattacke, ne? Jetzt habe ich auch, boah, ich habe gerade gemerkt, ich habe den falschen Trank eigentlich auch noch. Ich vergesse immer, Hypertrank tut hier nur 120 heilen. Normalerweise tut er 200 eigentlich heilen. Na, ja, Stahlflügel. Mal meine Verteidigung erhöhen oder so. Boah. Ich glaube, den sind die Stahlflügel ausgegangen. Stimmt, ich habe ja Erzwinger mit meinen Kramor. Ja, ich glaube, das ist das, was passiert ist, ne? Na, komm her. Der ewige Kampf geht weiter. Nein. So, ja. Ja, ich glaube, ich hätte einen Schnitt machen sollen. Das dauert hier doch ganz schön lange. Der hat 6 Pokémon, der hat ein volles Team. Ah, mein Gott. So, wehe, du hast einen Trank oder so, ne? Mir kommt eigentlich nicht ein einziges Mal meine Verteidigung erhöht haben mit Schlafflügel. Okay. Ich schwöre, wenn du jetzt einen Trank rausholst, ne? Ah. Das hab ich jetzt kaputt. Nein. So. Jetzt noch ein Gegenstoß. Er hat eine höhere Trefferchance hat. Und weg ist er. So, jetzt können wir weitermachen mit dem Kampf. Kacke. Aber hey, jeder hat ein Level Up hier. Also 2 Level Up. So, was kommt jetzt? Luxtra. Da bietet sich ein anderes Pokémon an. Und zwar Brax. Ja, echt nicht die richtigen Pokémon dabei, habe ich so gefühlt. Ei, was geht, na? Stromstoß. Ey. So, und jetzt mal Erdkräfte dagegen ein, ne? Wird schneller. Meine Güte. Oh nein. Oh Gott. Was ist das? Warum ist mein dicker
Pflanzen-Saurier schneller als dieses Elektroviech. Wenn ich nicht mal auf Speed irgendwie hochtrainiert oder so. Kann hier. Oh Gott. Auf der Hoffnung, dass ich schneller bin. Regelsam. Ach man. Au. Natürlich habe ich auch nichts. Warte mal, das ist Kampf, ne? Zur Hälfte. Ja. Aber warte mal, ich habe vierfache. Ne, warte mal, das Ding hat nicht Kanone. Verdammt! Okay, einen Schlag werden wir ja wohl aushalten, oder? Jetzt mal die Diskus ein, weil ich wahrscheinlich voll jetzt Schaden bekomme. Okay. Müsste ich eigentlich überleben und den nächsten Schlag auch. Nur den nächsten Schlag. Gott, verdammt. Okay, wenigstens. Genau daneben. Nein. Sieht an wie so ein Soundeffekt aus Spyro, du. Wenn man so ein Feuerwerk abschließt. Okay. Zwei noch, ne? Komm. So, Wolverock. Okay, du bist glaube ich nur Gestein, ne? Komm. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich erst mal küssen. Oh, das war nicht gut. So, geh kaputt. Mach noch mal daneben. Komm. Nein. Okay. Das hat der auch noch überlebt. Das gibt's nicht. Was für ein Turbofelsen. Der Attacke. So. Läuft eigentlich jetzt hier gerade perfekt. So, wenn du jetzt schneller bist, ne? Du musst schneller sein, oder? Jawohl. Aura-Rad. Oh, dann ist perfekt. Ich habe einen Plan. Muss ich sogar noch ein bisschen schneller. Ja. Ja. Jetzt packe ich meinen stärksten Attacken aus. Hoffentlich wirft ich das nicht aus der Bahn. Genau so. 75, ich habe mir schon gedacht. Und du hast die andere Form, alles klar. Aber ich habe das hier, pass auf. Oh nein, der ist schneller, glaube ich. Es ist Zeit, der schmettere den Gegner mit deinen gigantischen Fäusten. Wo ich dachte, die Animation kommt immer als erstes, ne? Alles klar. Die Geiger Max, ich glaube, das Ding ist allgemein stärker als meins, weil ich anfällig gegen Kampfattacken bin. Aber jetzt komme ich hier mit in die Ecke. Und das wird jetzt wahrscheinlich wehtun. Oh Gott, das hat Gefühl, mein wird das irgendwie nicht überleben. Ja, mein Ulauso. Ich will trotzdem mal den Kampf ja einleiten. Oh, ich habe eine Psycho. Stimmt. Das ist aber nicht Step. Alles klar. Deine Form gegen meine. Er denkt an den Tag zurück, an dem man zum ersten Mal. Ist nicht gerade. Nahkampf wird nicht hochgelevelt. Nahkampf wird schwächer? Was? Okay, dünner Chinese daneben. So, mach dich groß. So beiden Megasorts werden gegeneinander kämpfen. Ich glaube, was passiert wäre, wenn ich jetzt das aus Schild genommen hätte. Jetzt hier reingepackt. Er hätte sich so gedacht, hey, warte mal, du hast doch alle andere gehabt. Dünner Chinese. Was ist das? Oh Gott, der überlebt hat. Oh Gott, der haut mich jetzt weg. Oh Gott. Oh Gott.
Oh Gott. Oh Gott. Oh ja, das wird eben. Mit dem Lyrium. Okay. Okay, schaffen wir. So. Ein gezielter Hieb da rein. Ich verkacke, das hat nicht aussieht wie ein Schlacht. Okay, gewonnen. Oh, mein Gott. War das stärkste Pokémon, gegen das wir bisher gekämpft haben? Mit Level 75? Ja, ey. Stärke und kommt geht. Sie kann einen jederzeit aus den Fingern gleiten. Aber die Stärke, mit der du mich besiegt, das ist einfach unerschütterlich. Lass mich dir aus tiefsten Herzen gratulieren. Oh, eine Menge Geld. Wohaha. Obwohl ich ernsthaft ernst gemacht habe, musste ich eine Niederlage einfahren. Der Schüler übertrifft den Meister und erfüllt ihn mit Stolz. Hier, yeah, diese Lia-Karte hast du dir redlich verdient. Jetzt eine seltene Lia-Karte von Maastricht. Ah, okay. Ich habe noch keine seltene Lia-Karte von der einen hier. Sieht aus, als müsste ich mir mit meinen eigenen Tränen noch mal bei Null anfangen. Liebling, kann das sein? Du hast wirklich verloren? Alle, wie sie gucken. Ah, ihr seid alle hier. Meine Güte, jedes Mal, wenn ich dich in dieser Aufmachung sehe und du ernst machst, verliebe ich mich aufs Neue in dich. Und dann, was für eine fantastische Leistung. Zum Feiern des Tages gibt es heute Dinosuppe. Schon wieder. Ich wusste es, du bist kein stinknormaler Neuling. Willst du mein Meister sein? Ich bin kein bisschen überrascht. Ich wusste, dass du gewinnen wirst, Daniro. Und du hast auch alles gegeben, Wola. So. Wola. Was soll das? Daniro. Daniro, meine ich. Also, ich wollte dir wohl gratulieren. Ich sollte dir wohl gratulieren. Mache ich aber nicht. So weit kommst du noch, dass ich dich in den Himmel lobe. Ha. Aber es hat gut, dich gewinnen zu sehen. Das muss ich zugeben. Schließlich hätte ich dich niemals besiegen können, wenn sogar der Meister ernst macht und nicht gegen dich ankommt. Aber beim nächsten Mal, dann wird es ein ehrlicher Kampf. Und ich werde nicht verlieren, klar. Ich werde wieder gewinnen. Ah, du hast echt einen miesen Charakter. Du bist fast so schlimm wie ich. Oh, du bist ja deiner Charakterschwäche also bewusst, Sephora. Damit ist deine letzte Prüfung hier im Master Dojo abgeschlossen. Ja, Meister, jetzt seid ihr wieder der Alte. Was? Daniro, schau doch hin und wieder mal vorbei, um erneut gegen mich zu kämpfen. So rosten wir beide nicht ein, sondern werden stetig stärker. Außerdem sind wir besser für das Größte, was uns noch bevorsteht. Irgendwann wirst du verstehen, was ich damit meine. Hey, du darfst gespannt sein. Das DLC, ne? Ja. Aber jetzt lass uns erstmal alle zurück zum Dojo schlendern. Jawohl, ja. Okay, cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du den Meister besiegen könntest, wenn er ernsthaft ernst macht. Dann bist du jetzt vielleicht in der Lage, das allererste Training des Dojos zu absolvieren. Das Fokus-Sparring. Sag Bescheid, wenn du mutig genug bist, dich daran zu versuchen. Okay, zum Teufel ist das. Was ist das? Beim Fokus-Sparring beschränkst du dich auf ein Pokémon eines bestimmten Typs und trittst mit ihnen im Pokémon-Kämpfen an. Zuerst musst du einen Typ auswählen. Danach entscheidest du dich für maximal 3 Pokémon, die diesem Typ angehören. Es können weder identische Items noch identische Pokémon eingesetzt werden. Wenn du dich mit dem Team 5 Kämpfe in Folge gewinnst, hast du das Sparring erfolgreich abgeschlossen. Sobald du allerdings einen Kampf verlierst, ist es vorbei. Zwischen den Kämpfen kannst du 2-mal die KP deines Teams wiederherstellen. Nutze diese Möglichkeit als mitbedacht. Das wäre es dann also auch. Das klingt hart irgendwie nach irgendwie Kampfturm oder irgendwie sowas. Aber ja, lass mal erstmal. Übrigens, als ich auf der Rüstungsinsel angekommen bin, habe ich einen der Arena aus Gala im Bahnhof getroffen. Vielleicht kreuzen sich ja eure Wege noch. Okay. Ich gehe da mal jetzt chillen und werde den Part beenden. Und ich werde da mal gucken, was hier noch zu erledigen ist, wenn hier irgendwas zu erledigen ist. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte einen Like, aber einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. So, könnte natürlich sein, dass ich mich irre, aber hier ist ein Pyrigon. Und ich habe so das Gefühl, das kann ich bekommen. Dieses Pokémon dein Interesse geweckt. Oh ja. Hey, ich wusste, dass du ein Auge dafür hast.
Das ist das virtuelle Pokémon Pyrigon. Es wurde mit Hilfe neuester Technologie. Ich drücke nichts weg. Ich habe gerade nichts weggedrückt, das ist also automatisch weggegangen. Kurz gesagt, dieses genaue Pokémon spielt quasi die Entwicklung der Menschheit wieder. Es kommt nicht auch vor, dass jemand gegen Dad gewinnt, wenn es richtig, wenn er richtig ernst macht. Das, da ist so ein Geschenk angebracht. Okay, cool. Und meine Pokédex-Komplettierung noch ein bisschen Stück näher. Es ist weltweit das erste künstliche Pokémon, das dank neuester Technologie mittels Computerprogramme erschaffen wurde. So, das Ding zu entwickeln ist jetzt wieder nur die Sache. Kümmere dich gut um Pyrigon und ergötze dich am technologischen Fortschritt der Menschheit. Damit hätten wir jetzt wie viel Pokémon von 206 von 206, alles klar. Und ich glaube, es fehlen nur noch die beiden Entwicklungen und einige Tauschentwicklungen, ne? Dann hätten wir, ich glaube, 211 Pokémon gibt es insgesamt. So, und hier oben links, diese Mademoiselle hat mir hier noch ein T-Shirt gegeben. Und zwar von Sephora. Und da zeige ich euch jetzt auch noch mal. Ich habe schon danach gespeichert, deswegen kann ich das nicht noch mal annehmen. Aber hier ziehen wir meine Dings aus und boom. Guck mal, cool, ne? Auch nicht schlecht. So, okay, das war's dann für diesen Part. Aber so, ich werde mich dann auch mal in diese Tausch-Pokémon hier zu bekommen und den Pokédex zu komplettieren. Und dann versuchen wir uns dann vielleicht im nächsten Part mal hier mit diesen Sparring. Das können wir ja mal versuchen, ne? Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.